Herzlich willkommen zu 1000 PS TV. Heute habe ich eine echte Granate für euch. Ein Naked Bike, auf das wir diese Saison wirklich achten müssen. Und zwar die neue Triumph Speed Triple RS. Bleibt's dran. Bevor ich loslege, muss ich euch einen kleinen Hinweis geben, der gar nicht mal so klein ist. Und zwar morgen, also Mittwoch um 20 Uhr, haben wir noch ein Video zur Triumph Speed Triple RS. Und zwar hat der Nils wieder mit dem Uli Bonsels von Triumph geredet. Und da wird uns der Uli alle Details und noch tiefere Einblicke in die Triumph Speed Triple RS geben. Also abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, denn das wollt ihr sicherlich nicht verpassen. Kommen wir also nun zur neuen Speed Triple RS. Und bei dem Motorrad kann man schon sagen, neu ist richtig, weil da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Begonnen beim Motor. Wir haben jetzt einen 1160 Kubik großen Dreizylinder. Mit ordentlich mehr Leistung, vor allem in Anbetracht zur Vorgängerin. Wir haben jetzt 180 PS bei 1750 Umdrehungen. Das sind schon mal 30 PS mehr als bei der Vorgängerin. Und 125 Newtonmeter Drehmoment bei 9000 Umdrehungen, was auch nochmal ein gutes Stück mehr ist zur Vorgängerin. Zusätzlich dreht der Motor höher und natürlich die ganzen Motorkomponenten wurden deutlich überarbeitet. Also Einspritzung, Ansaugung. Abgasanlage ist auch komplett neu, also die doppelflutige Auspuffanlage, die über dem Heck, also neben dem Heck geendet hat, ist Geschichte und Triumph verspricht uns dann einen richtig mächtigen Speed Triple Sound. Vielleicht hören wir ihn ja schon morgen im Video. Was ich euch gleich dazu sagen kann, ist aber, dass in den technischen Daten, die wir von Triumph bekommen haben, noch keine dB-Angabe ist, also ob man sie in Tirol auf den gewissen Strecken fahren kann oder nicht. Kann ich euch leider noch nicht beantworten, aber sobald wir es wissen, werden wir es natürlich nachreichen. Was jedoch klar ist, ist, dass Triumph die Speed Triple sehr für den Rennstreckeneinsatz ausgelegt hat. Das sieht man in der Präsentation, das seht ihr in den Bildern, die ihr jetzt seht, beziehungsweise dann noch im restlichen Video sehen werdet. Und deshalb haben wir auch serienmäßig dabei einen Quickshifter Up and Down und dazu noch eine neue und leichtere Anti-Hopping-Kupplung in Kombination mit einem neuen überarbeiteten Getriebe. Natürlich passend zur Mehrleistung wurde auch das Chassis überarbeitet. Wir haben jetzt einen neuen Aluminiumrahmen, der das ganze Gewicht der Speed Triple um 10 Kilogramm drückt. Also sprich, die neue Speed Triple wiegt fahrfertig 198 Kilogramm. Ist ein guter Wert, vor allem auf die PS-Zahl. Und was vor allem spannend ist, ist, dass Triumph uns so einen Graph mitgeliefert hat, der so die Sprünge von Modell zu Modell zeigt. Und da sieht man, dass der Sprung vom 2018er Modell jetzt zum 2021er Modell in Bezug auf das Leistungsgewicht der größte Sprung in der Speed Triple Geschichte ist. Also man wird sie wahrscheinlich gar nicht mehr vergleichen können, die alte Speed Triple mit der neuen. So ein gewaltiger Sprung ist das. Und passend dazu wurde auch eben die Sitzposition verändert. Wir haben einen breiteren Lenker, der Sitz ist schmaler geworden und auch der 15,5 Liter Tank, der ist jetzt eben auch schmäler, um dem ganzen Motorrad ein kompakteres Gefühl zu geben. Und mit dem neuen Rahmen wurden auch die Fußrasten weiter nach innen ins Fahrzeug verlegt, wodurch man eine höhere Schräglagenfreiheit hat, was natürlich für den Rennstreckeneinsatz sehr wichtig ist. Und zum Rennstreckeneinsatz komme ich später noch, denn wir haben auch schon Pläne für den ersten Test, aber dazu später mehr. Upgrades umfassen natürlich nicht nur Motor und Chassis, auch Fahrwerk und Bremsen müssen bei so einem leistungsstarken Naked Bike angepasst werden. Wir haben ein voll einstellbares Öl ins Fahrwerk und passend dazu Brembo Dilemma Monoblock Bremszangen vorne radial verschraubt und hinten eine Brembo 2-Kolben Bremsanlage. Also die technischen Komponenten, merkt ihr schon mal, die sind gut überarbeitet, also die Speed Triple präsentiert sich deutlich sportlicher. Aber man muss die Leistung natürlich auch bändigen können und dazu haben wir zahlreiche Fahrhilfen und Fahrmodi. Wir haben 5 Fahrmodi an Bord. Rain, da ist die Leistung einmal auf 100 PS gedrosselt. Dann haben wir noch Road, Sport, Track und Rider. Rider lässt sich frei konfigurieren. Na, was lässt sich da so konfigurieren? Einmal die Gasannahme, das ABS und die Traktionskontrolle. Traktionskontrolle und ABS sind selbstverständlich schräglagenabhängig. Traktionskontrolle lässt sich in 4 Stufen einstellen und ausschalten. Und zusätzlich haben wir auch noch eine Lift Control fürs Vorderrad an Bord. Die soll jetzt laut Triumph deutlich feiner abgestimmt sein, dass man es feiner kontrollieren kann und dass die Regelung vor allem, die dann in Motorsteuerung eingreift, eben nicht so brutal ist, sondern deutlich sanfter abgeht. Wenn es um die Ausstattung geht, das haben wir auch schon bei der Triumph Trident gemerkt, da setzt sich Triumph einen hohen Maßstab, da muss die Ausstattung passen und das tut es auch bei der neuen Speed Triple S natürlich als Spitzenmodell der Naked Bike Klasse.
Wir haben ein 5 Zoll TFT-Farbdisplay an Bord und dieses Display, das legt eindeutig den Fokus auf den Drehzahlmesser und auf die Geschwindigkeit. Also in der normalen Ansicht haben wir groß den Drehzahlmesser im Sichtfeld. Aber wenn man will, kann man es auch umschalten und sich den Drehzahlmesser nur links in einem kleinen Streifen anzeigen lassen und dann die Navigation anzeigen lassen, die über so eine Pfeilnavigation funktioniert. Ist nicht die beste Lösung meiner Meinung nach, aber wenn man eben kein extra Navi montieren will, ist das echt super, denn wir haben auch Bluetooth-Connectivity an Bord. Also man kann das Handy verbinden und sich dann Anrufe anzeigen lassen. Das ganze System wurde von Google und GoPro entwickelt oder mitentwickelt, denn wenn man eine GoPro an Bord hat, kann man die auch mit der Speed Triple verbinden und darüber eben die Aufnahmen steuern. Wenn man es wirklich wissen will, haben wir auch einen Laptimer an Bord. Also wenn man auf der Rennstrecke unterwegs ist, kann man sich seine Rundenzeiten selber messen. Aber ich denke, viele Speed Triple Piloten werden sie vor allem auf der Straße verwenden. Und dafür passt die Ausstattung auch sehr gut, denn wir haben serienmäßig dabei einen Tempomaten. Wenn man es will, kann man sich noch optional Heizgriffe nachrüsten lassen, genauso wie eine Reifendruckkontrolle. Aber das Ganze ist schon sehr schön präsentiert, wenn man sich den Lenker anschaut. Also die Schalter, die sind alle hinterleuchtet, dass man es auch in der Nacht sieht. Nachtfahrt ist ein gutes Stichwort, weil wir haben natürlich auch Voll-LED-Beleuchtung vorne, hinten und die Blinker, die schalten sich auch nach einer Zeit selber ab, wenn man abgebogen ist. Und zuletzt bei der Ausstattung haben wir auch noch ein Keyless-Go-System, sprich man braucht keine Schlüssel mehr irgendwo reinfudeln für die Zündung und den Tankdeckel. Also einfach eingesteckt lassen und sobald man in der Nähe ist, erkennt die Speed Triple, dass man in der Nähe ist und alle Funktionen sind verfügbar. Zuletzt will ich noch das Zubehör ansprechen. Da hat Triumph wieder ein breites Paket zusammengeschnürt, dass man sich wählen kann, also sich die besten Sachen rauspicken kann. Mein erster Favorit wäre natürlich gleich die Bikini-Verkleidung für die Scheinwerfer, weil ich finde, ohne schaut es irgendwie komisch aus. Und sonst gibt es halt noch Protektoren, optische Upgrades und kleine Koffersysteme, wenn man mal auf Reisen gehen mag. So viel mal zu Triumph Speed Triple RS und ich habe vorhin gesagt, ich werde noch den Rennstrecken Betrieb ansprechen und zwar will ich die Frage klären, wann testen wir sie? Naja, so viel kann ich schon mal sagen, den Test wird der Kollege Max machen, da hat er mir auch gestern gesagt, darauf freut er sich schon sehr. Wann das stattfindet, können wir jetzt noch nicht ganz sagen, eben wegen Corona ist alles noch ein bisschen schwerer, aber geplant wäre es für den Ascari Circuit, also falls es stattfindet, werdet ihr es natürlich herausfinden und ich glaube, das wird ein richtig mächtiger Test. So viel mal von mir zur neuen Triumph Speed Triple RS. Wie schon gesagt, bleibt's dran. Morgen 20 Uhr kommt noch ein Video mit dem Uli Bonsels von Triumph. Der wird euch nochmal alle Details genau zeigen. Am Motorrad wird sicherlich spannend. Und bis dahin bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, Baba und Servus.